So, hallo zusammen und wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Heute geht es nochmal ums Umändern dieser Lünette. Ich habe einen Kunden, der für ja, solche renommierten Uhrenhersteller einfach einen anderen Ton haben möchte, und zwar ein bisschen einen dunkleren, warmeren Ton. Und zwar geht es immer in Richtung Palladium. Das trifft das Ganze optimal, sieht auch sehr hochwertig aus. Und das wollte ich jetzt euch mal zeigen. Ich habe schon öfters, glaube ich, auch ein Video gemacht über die Vorgehensweise, mache es aber nochmal, weil natürlich die alten Videos natürlich im Laufe der Zeit auch verschwinden, weil das sind mittlerweile jetzt, glaube ich, über 500 Stück. Und wenn man sich dann halt mal so nach und nach durcharbeitet oder man sagt, jetzt habe ich ein Schmuckteil oder ein Uhrenteil, findet man natürlich über die Suchfunktion bei YouTube oder natürlich einfach das Video, was noch nicht ganz so alt ist, wahrscheinlich ein bisschen schneller. Das wollte ich euch noch zeigen. Der Hauptgrund ist aber, dass ich ja immer mein Schild hier liegen habe, und ich habe einen brutal netten Kunden, der hat mich ja gefragt, wer mir diese Schilder macht. Das habe ich, glaube ich, vor knapp 20 Jahren hat mir das mal einer gemacht in Rumänien. Ja, da war die Technik auch nicht so weit, und jetzt habe ich ein brutal hammermäßiges Schild. Schaut euch das mal an. Das ist einer, der mit 3D-Kunstdruck oder Druck, 3D-Drucker arbeitet, und hat mir das Schild gemacht, sogar mit Halterungen. Also da hinten sogar auch ein Pin dran. Und das Ding also wirklich top hochwertig, ja, mit meinem Logo. Also unfassbar top hochwertig, Spitzenqualität, also mega, das gefällt mir so. Und das ist ab sofort mein Begleiter. Und er hat sogar extra nachgefragt, soweit ich mich erinnern kann, wie die Größe der Löcher in meiner Wanne ist. Ich habe es eigentlich technisch betrachtet. Ich habe gedacht, die Löcher haben einen bestimmten Grund der Frage, falls man selber machen möchte. Die Löcher spielen jetzt von der Größe her keine Rolle, weil es Elektrolyt sollte halt abfließen. Also wer sagt, ich will auch so eine Wanne haben oder so, ich habe es im Zubehör. Aber letztendlich wichtig ist, dass halt Löcher drin sind, dass Elektrolyt abfließt und hier nicht stehen bleibt, weil sonst habe ich am Schluss eine Suppe. Aber das Schild ist der absolute Burner. Ja. Und zwar, und das ist mir gerade auch aufgefallen, wo ich es nochmal weggelegt habe, das Ding ist Metall, die Visitenkarte, und der kann das alles machen. Also das ist alles 3D-Studio, der macht also 3D-Drucke, Lasern, Plottern von allem Möglichen. Ja. Also Modellbau, Ersatzteile, Prototypen, ja, Do-it-yourself, Holz, Visitenkarten, also unfassbar, Aufkleber, T-Shirts. Also eigentlich alles das, was man als Selbstständiger immer mal wieder braucht, ja, dass man auf Dinge zurückgreift. Er hat noch keine Homepage. Das kommt noch, ja, und dann helfen wir ihm doch einfach mal dabei, dass er jetzt ersäuft in Arbeit, so wie er es mit mir macht, ja. Also alles 3D@kdwelt.de, also alles 3D, wir können das auch abscannen mit dem QR-Code im Handy, ich halte es mal kurz fix, ich hoffe, das klappt. Ja. Alles 3D in einem durch, @kdwelt, also kaufmanndorawelt.de mit WhatsApp. Hammermäßig, also auch super Qualität. Ich sage nochmal herzlichen Dank, Mike. Also wirklich spitze, bin da echt begeistert. Für viele da draußen ist das vielleicht normal. Ich selber, ich bin da immer begeistert, wenn jemand was so zaubern kann. Gell? Und jetzt gerade 3D-Druck ist ja auch sehr gut im Kommen. Also von dem her ist das ganz top. Ja, und jetzt mein Logo, ne? Gute kurze Erklärung vielleicht zu meinem Logo. Ich habe das ja vor 20 Jahren, habe ich das rechtlich schützen lassen, europaweit. Habe das dann auch, bin dann entsprechend mit an den Markt gekommen. Allerdings ist das eine Bildmarke. Das heißt, man kann das, die einzelnen Wörter ja nicht schützen lassen, sondern nur im Gesamtbild. Ja? Also so wie es ist als Bildmarke, kann man es schützen lassen, als einzelne Wörter nicht, weil sonst dürfte Real der Supermarkt nicht mehr arbeiten und alle anderen dürften Gold nicht mehr Gold bewerten oder benennen. Von dem her ist das hier eine Bildmarke. Und ja, natürlich schnell kopiert worden. Und dann hast du das eine oder andere Verfahren, wo du denkst, ja, du kannst da deine Rechte durchsetzen, aber Pustekuchen. Wenn ihr euch europaweit, also ich hatte jemand in Italien, der meine Marke, mein Markenlogo benutzt hat, da sagte mir der Anwalt, also ein Markenrechtsgespräch geht man von einem Streitwert von mindestens 25.000 Euro aus. Das heißt, ihr habt bei einer Stunde Beratung mal locker 500 Euro Anwaltskosten weg, nur damit er euch Folgendes erklärt. Die Durchsetzung der Ansprüche in Italien heißt alles auf Deutsch in Italien beim Korrespondenzanwalt in Italienisch übersetzt mit Aufrufung von einem italienischen Gericht, kostet euch, bis ihr mal dran seid, knappe 8.000 Euro. Da habt ihr noch nicht gewonnen oder verloren, und wenn die Firma in der Zeit zumacht, weil er einfach keinen Bock mehr hat, dann läuft das Ding ins Leere. Ja, also für alle, die mal künftig
vorhaben, die Marke weltweit oder europaweit zu schützen. Es kostet ein paar hundert Euro und weltweit ein paar tausend. Und wenn dann irgendein so ein Bumskopf aus China auf die Idee kommt, euer Logo zu kopieren, dann habt ihr ein Problem. Das können die Großen machen, die Weltkonzerne, ja, die dann Urheberrechtsansprüche mit eigenen Anwälten durchsetzen, Markenrechtsverletzungen durchsetzen. Aber wenn das Land nicht drin ist, dann war es das. Und wenn ihr, wie gesagt, keine eigene Rechtsabteilung habt, dann zahlt euch ein Wolf. Also von dem her, ganz wichtig, wenn ihr mit einem Logo an den Markt geht, dann könnt ihr natürlich diese Datenbanken prüfen und sagen, hey, pass mal auf, ich guck mal nach, ob das Logo, was mir vorschwebt für meine Internetseite, nicht schon irgendjemand benutzt hat. Weil sonst ist es auch so, man geht mit dem tollen Logo an den Markt und dann kriegt man 2 Wochen später eine Abmahnung, weil vielleicht doch irgendwie eine große Firma mit einer eigenen Rechtsabteilung ja, sagt, hey, der nutzt unser Logo und dann ist man fällig. Also auch, wie gesagt, Automobilclubs und sonstige Fanclubs von Audi, BMW und so weiter. Ja, wenn ihr das Logo von diesen Automarken auf eure Homepage setzt, ohne Einverständnis, kriegt ihr eine Abmahnung. Ja. Egal, ob ihr Fan seid oder nicht, das kratzt die nämlich einen Teufel. Die sagen einfach, du nutzt unser Logo und das darfst du nicht. Und dann gibt es eine Abmahnung, das ist sehr teuer. Ja. Also von dem her, wenn ihr da mal ein bisschen Fragen habt, natürlich ersetzt das keine Rechtsberatung, aber ich habe da schon einige Erfahrungen und Erlebnisse und wie gesagt, juristisch kenne ich mich doch ein bisschen aus, bin ja ein bisschen vorbelastet und nach 20-jähriger Erfahrung kann man da schon ein bisschen was erzählen. Okay, also jetzt gehen wir zum eigentlichen Thema, aber das ist ganz wichtig für alle Leute da draußen, wenn ihr euch selbstständig machen wollt und an ein Logo denkt, denkt da bitte dran, gute Recherche, selber recherchieren oder recherchieren lassen, kostet halt viel Geld, Zeit und Mühe, um zu gucken, ist das Logo schon irgendwo eingetragen. Wenn es eingetragen ist, ja, nicht hingehen und sagen, ah, da mache ich ja 25%. Änderung, das geht, ja. Man kennt ja, die einen turnt schon mit 4 Streifen, die anderen mit 3, ja. Der eine Streifen ist ja tatsächlich 25%ige Veränderung von der Marke und dann kann man sie eintragen lassen. Aber wenn euch der Anwalt überzieht mit oder die Firma euch mit Klagen überzieht, weil ihr halt so dreist seid, das zu machen, dann muss man gute und starke Nerven haben und dicke Portemonnaie, um das auszusetzen. Gell? Also von dem her, Tipp von mir. Okay, also gehen wir mal ran ans Werk. Was brauchen wir für das Ganze, für den ganzen Spaß? Natürlich ein regelbares Netzteil. Für so kleine Sachen geht da auch ein 3 oder 5 Ampere Gerät. Nochmal zur Erinnerung, dieses Gerät hat während der Beschichtung nicht die 3 oder 5 Ampere. Das wäre ein viel zu hoher Stromfluss, sondern das Gerät hat die Power über den gesamten Beschichtungszeitraum konstant Stromstärke und Stromdichte abzugeben. Bei kleinen Teilen ist das kein Problem. Wenn jetzt denn das ganze Edelstahlblech vergolden wollte, dann brauche ich ein starkes Gerät, weil wenn ich hier kontaktiere und hier drin beschichte, dann merke ich, wie ein 3-Ampere-Gerät so dermaßen in die Knie geht, dass ich da nicht glücklich werde. Manche Beschichtungen, wie auch beim Verchromen, die brauchen eine konstante Stromdichte. Da kann es sein, dass kleine Geräte nicht funktionieren. Gerade bei der Tambungalvanik. Ja, Bartgalvanik, wenn ihr halt irgendwas in so ein kleines Gläschen reinhalt, dann funktioniert das aber von dem her leistungsstarkes Gerät. Regelbar soll es sein, die Voltzahl. Wir regeln bei der Tambungalvanik nur die Voltzahl, nicht die Amperezahl. Weil wenn ihr da nur Amperezahl einstellt und Voltzahl einstellt, dann gibt es ein Kuddelmuddel. Wir arbeiten mit der Voltzahl bei der Tambungalvanik, weil die ganz einfach sagt, alles was klein ist und was adäquat ist von der Beschichtung her, fängt bei 3, 4 Volt irgendwo an. Ja, wenn ihr für Silber, für Kupfer, Palladium beschichtet, es geht sehr schnell, dann fange ich bei 2,7 Volt an. Die Maßgeräte, die ich verkaufe, die sind auch starten bei 2,7, drunter findet sowieso nichts statt. Wer sagt, ich habe einen ziemlich hohen Stromfluss, trotz dass ich so runterreguliere, dann ein Stoffpad drauf, der bremst, auch im Bad. Man kann praktisch eine Elektrode, ich zeige das hier mal, jetzt Platin-Mesh-Elektrode, kann ich einfach ein Stoffpad oder einen Kaffeefilter drüben ziehen und der bremst das, super Bremse, verhindert auch das Auskristallisieren, gerade beim alkalischen Kupfer, das kristallisiert ganz gerne aus und kann man dann den we wechseln. Oder ich verdünne das Elektrolyt ein bisschen mit Wasser, das heißt, wenn ich beim Palladium zu schnell oder beim Silber zu schnell den Stromfluss habe, dann mache ich einfach ein bisschen destilliertes Wasser rein. Und dann habe ich weniger Metallgehalt und dann braucht der Strom ein klein bisschen länger. Das sind so die kleinen Erfahrungen, die kleinen Tipps und Tricks, die man mit der Zeit hat. Oder ich verlängere den Abstand von Plus auf Minus, indem ich hier zum Beispiel eh zum Kontaktieren einen Kupferdraht nehme. Den habe ich jetzt natürlich vergoldet, weil ich ein paar Sachen schon gemacht habe. Das heißt, ich ziehe das hier einfach durch, ja, und dann kontaktiere ich da hinten mit Minus. Die Klemme habe ich, wie gesagt, immer im Entfetterbad, weil
dann ist die Klemme immer sauber, weil da läuft immer wieder Elektrolyt rein. Und fängt dann innen das Rosten an und dann habe ich eine Klemme, die dann irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Und hier so kann ich eine erweiterte Leiter machen. Also nur mal grundsätzlich, alles was beschichtet wird, kommt an welchen Pol? An Minus, genau. Weil das Ion läuft von Plus nach Minus. Ja? Umgedreht geht nur beim Chrom entfernen, dann nehmen wir was weg. Aber hier, alles was beschichtet wird, wird immer Minus kontaktiert. Ob ich es dann im Bad mache, ja? Ob ich es dann einhänge, kleinen Becher, große Wanne. Oder ob ich es dann hier mit dem Tampon mache, das spielt dann keine Rolle. Als Pluspol zum Plus, ja, da nehme ich dann den Griff mit Verschluss und hier vorne kommt dann die Elektrode rein. Zum Entfetten, zum Aktivieren und solche Sachen kann man Edelstahl nehmen, wenn ich es mit Strom mache. Alternativ ist Graphit sehr neutral. Graphit geht für alles. Und dann kann ich natürlich als sogenannte Opferelektrode die Spezialelektrode nehmen zum Versilbern Silber, zum Verkupfern Kupfer, zum Vernickeln Nickel und so weiter und so fort. Neutral, wie gesagt, ist Graphit. Färbt manchmal immer ein bisschen das Elektrolyt ein, gibt einen kleinen schwarzen Bodensatz. Kann man auch wieder mit dem besagten Kaffeefilter rausfiltern. Ja. Zum Vergolden Platinelektrode optimal. Streut tief und breit in die Fläche und baut dicke Schichten auf. Also Graphit schaffe ich ungefähr bis 3 Mikron, also 3000 mm ist schon dick für Beschichten. Und mit der Platinelektrode in der Theorie bis 100. Ne? Also kann man schon sehr dick beschichten, braucht man in der Regel nicht. Schmuck macht man so 3 bis 5 Mikron, so macht es auch die Schmuckindustrie. Wenn mal einer 10 haben möchte, ja, dann mache ich halt entsprechend länger. Ja? Pro Quadratzentimeter ungefähr 1 Mikron bei guter Goldabscheidung. Ich habe natürlich, ich sage ja, ich habe mal Kunden gehabt. Jetzt habe ich gerade keine Pipette da, die müsste ich jetzt eine neue nehmen. Ja, ich habe wirklich schon Kunden gehabt, die haben mir dann gezeigt, so ein furztrockenen Stoffpad und haben hier oben dann während dem Beschichten mit Pipette da drauf gedrückt und sich gewundert, warum es keine dicke Schicht aufbringt. Ich sage, vergleiche es immer mit der Wandstreichen, ihr kennt es, ich habe es glaube ich jetzt schon tausendmal gebracht, das Ergebnis, beziehungsweise den Vergleich, ja. Wenn ihr mit einem kleinen Pinsel eine Wand streichen will, ja, oder mit einer großen Rolle, das ist schon mal der Unterschied. Also kleine Stift, ja, wie so ein Filz oder mit einem Tampon oder mit einer breiten Elektrode. Und ich muss dann auch auf die Rolle muss Farbe draufbringen, damit ich dann, wenn die Wand streiche, auch entsprechend weit komme. Und hier ist es genauso. Ja. Keine Elektrolyt drauf, ja, keine Beschichtung. Wenig Elektrolyt, wenig Beschichtung, viel Elektrolyt, viel Beschichtung. Ganz einfach. So. Grundprinzip. Also, ohne dass ich das Metall jetzt kenne, also Uhren sind in der Regel nie verchromt, die sind meistens immer poliert, hochglanzpolierter Edelstahl, ganz früher vielleicht verchromt, dann ist aber der Chrom meistens schon weg. Könnte man auf der Rückseite manchmal erahnen, weil auf der Rückseite sind entsprechend dann manchmal findet die Verchromung nicht statt oder hier könnte man dann sehen, dass schon der gelbe Nickel rausschaut. Das ist aus der Erfahrung her, ist das Weißgoldlegierung. Passt schon. Man sieht auch hier, und das könnte man dann optisch festhalten, hier sind so kleine Mini-Kratzer. Das hat wahrscheinlich, weil es eine gebrauchte Uhr ist oder beim Entfernen der Lünette ist das dann passiert. Sieht man ja nicht mehr, wenn es wieder verbaut ist. Aber wenn ich jetzt natürlich einen Kunden habe, der da besonders empfindlich wäre, ja, wäre es natürlich vorher fotografisch festzuhalten, zu sagen, hier, guck mal, die Kratzer, die sind nicht von mir, weil ich arbeite mit weichen Pads und kann da nichts machen. So, als erstes das sogenannte Entfetten. Warum? Ja, genau, weil sie nämlich durch Tragen, durch Verwendung, vom Schmuck und so weiter und auch durch den Herstellungsprozess entsprechend Fette anlagern oder Öle oder Oxidationen. Und das ist auf dem Metall drauf und wir brauchen das blanke Metall. Deshalb entfette ich das Ganze sauber, damit es wirklich blank ist. Hier sieht man jetzt natürlich nicht, dass es schön abperlt, also den typischen kompletten Fetten. Dann spüle ich mit destilliertem Wasser. Ganz normal aus dem Discounter, Baumarkt, brauche nichts. So. Aktivieren, das sogenannte Aktivator. Wann nehme ich den so? Bei Nickel- oder nickelhaltigen Flächen, ja, Messing und so weiter. Wenn ich frisch poliere, dann brauche ich nicht unbedingt den Fetten aktivieren, dann wird entfettet und beschichtet. Und dann, ich könnte natürlich auch den Aktivator nehmen und das stromlos machen. Zum Beispiel entweder hier einfach drüber fahren und das ein bisschen einwirken lassen. Im Bad 30 Sekunden einhängen.
Geht auch mit Strom, ohne Strom. Ja. Der Aktivator entfernt Oxidationen von, wie gesagt, nickel- oder nickelhaltigen Flächen und macht die Fläche passiv. Ja? Also oxidiert, passiv, aktiviert, fit für Beschichtung. Schwimmt mit Wasser und jetzt sieht man, wie wunderbar das richtig schön abperlt. So, jetzt kommt der Schritt vom Vergolden als Zwischenschicht. Ich kann natürlich auch Goldflash nehmen. Das ist praktisch ein transparentes Gold, also das reine Goldsalz ohne Härtezusätze. Es gibt ein 2 Gramm. Ich habe jetzt auch ein Farbgoldbad. Übrigens habe auch schon die Baba und das ist auch schon im Versand und es wird auch schon fleißig gekauft. Es sind 14 Karat Farbgoldbad. Damit kann ich das helle Gold machen. Und ja, jetzt tunke ich hier ein bisschen ein. Fahr drüber, schauen wir das Ganze an. Muss ganz kurz checken, habe keinen Stromfluss. Jetzt kommt's. So. Mit wenig Volt erstmal versuchen, prüfen, legt sich das Gold an, seht, es kommt. Ja. Also das ganze Geplänkel und das ganze Reden manchmal, ja, und dann, wenn es ums Vergolden geht, dann kommt dieser Aha-Effekt. Ja. Aber wie gesagt, und ich kann es nicht tausendmal sagen, ich stelle das hier komplett alles kostenlos zur Verfügung. Natürlich in der Hoffnung, dass ihr die Sachen bei mir dann kauft im Anschluss und nicht woanders. Bei mir ist es günstiger. Also wer irgendwo auf dieser Welt ein günstigeres Gold findet als bei mir, bitte melden. Ja. Kann eigentlich fast nicht sein, weil wie gesagt, ich bin schmal aufgestellt, habe ein großes Produktionsvolumen und kann, weil ich, wie gesagt, keinen großen ja, Zauber drumherum habe, kann ich das Gold sehr günstig anbieten, weil ich muss halt nicht 4 Chefsekretärinnen unterhalten und den ganzen Fuhrpark, sondern eigentlich nur das Labor, was es herstellt, in großen Mengen. Und wenn irgendjemand sagt, ja, da gibt es das Gold aber günstiger, dann hätte ich gern die Quelle. Dann kann man das mal vergleichen. Natürlich muss man immer den aktuellen Goldpreis beachten. Natürlich muss man immer schauen. Es gibt zum Beispiel Firmen, die haben einen gewissen Preis vom Produkt drin stehen. Aber wenn man es bestellt, dann wird es dann teurer, weil das eigentlich nur das reine Gold ist. Dann kommt noch der Bearbeitungszuschlag. Dann kommen noch irgendwelche sonstige Zuschläge. Und teilweise habt ihr da Versandkosten von knapp 20 Euro. Ja, bei mir sind es 5 mindestens, also Maximum 5, vielleicht 6 nach dem Gewicht. Und bei über 150 Euro ist versandkostenfrei. Kein Gefahrgutzuschlag oder sonstig was, weil es kein Gefahrstoff ist. Von dem her, ja, da machen manche auch nochmal einen Reibach. Aber wie gesagt, ich scheue den Vergleich, wenn jemand sagt, da gibt es das Gold günstiger. Dann bin ich da gern mal bereit, mir das anzuschauen. Besser geht nicht. Also besser ist Quatsch. Das ist wie wenn ich sage, Sprit bei der Tankstelle A ist besser als bei B oder C. Weil die Additive, die da drin sind, das ist fraglich, ob es funktioniert für mein Fahrverhalten oder ob es für den Motor toll ist. Besser gibt es nicht, weil es gibt einen Hersteller, der so ein Salz herstellt und aus dem Salz wird ein Gold hergestellt oder ein Nickel oder ein Chrom. Dann ist die Entscheidung, wie viel Gold pro Liter ist drin. 2 Gramm, 4 Gramm, 8 Gramm, 12 Gramm, Punkt. Härtezusatz, ja, ist der drin, ja oder nein? Und dann natürlich, ist es zyanidisch, ist es giftig oder hat es einen Zyanidkomplex und kann von jedermann verwendet werden. Ja, und viele Firmen verkaufen halt einfach hochzyanidische Produkte nur an Firmen, Punkt. Aber die sind nicht, das Gold ist nicht besser. Ja? Das ist einfach ein anderes Verfahren. Oder es gibt diese Kobaltsalze als Härtezusätze, gibt es welche, die sind ein bisschen heller. Wie hier ein bisschen das kräftigere Pink und ein bisschen weniger. Da gibt es unterschiedliche Färbungen, aber Härtezusatz ist Härtezusatz. Ja? Also von dem her kann man nie sagen, besser. Die Produkte sind eigentlich alle gleich. Außer es gibt so gelbliches Gold oder wo fast nichts drin ist. Ja, oder stromlos Gold, wo du kaum die Geschichten aufbringen kannst. Das hat aber auch nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern da kommt es einfach drauf an, für welchen Zweck nehme ich das. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel sehe, ich nehme ein Gold, wo der Hersteller sagt, da schaffst du nur 0,1 Mikron, weil es der Optik dient und natürlich einer auf die Idee kommt, damit Uhren zu beschichten, dass der natürlich Reklamationen kriegt, weil das Gold zu dünn ist und gar nicht abriebfest, das ist klar, ja. Der müsste dann erst dick vergolden und dann das Farbgold draufbringen, dann hat er eine stabile, dicke Schicht, ja. Aber wie gesagt, es gibt kein besser. Es gibt nur teurer oder zu teurer oder überteuert oder Wucher. Ja, es gibt ja auch Leute. Ja,
Oder halt Sachen, wo nichts drin ist und die Kunden halt nicht durchblicken. Ja, deshalb kann man natürlich auch vergleichen und der Shop ist ja auch verpflichtet, den Preis entsprechend auszuzeichnen, was, wenn ich das kaufe mit 50 oder 100 Milliliter, wie viel das umgerechnet auf einen Liter drin ist. Ja. Okay, jetzt haben wir das schön vergoldet. 23,8 Karat mit dem Härtezusatz. Ist aber jetzt nicht das, was der Kunde sich vorstellt, sondern er will ja diesen schönen weichen Ton haben. Das erreichen wir mit Palladium. Ich habe da hier schon mal was vorbereitet. Ihr seht, den Stoffpad lagere ich mit minimalem Elektrolyt, wenn der luftdicht verschlossen wird. Hier fallen ein paar Krümelchen ab, weil ich schon ziemlich lange nicht mehr mit Palladium beschichtet habe. Das macht gar nichts. Ja. Aber sieht halt immer noch besser aus, wenn ich es mit dem Etikett beklebe, auch wenn es unten abgeschnitten ist, als wenn ich es mit Edding beschrifte, weil dann sieht es nämlich irgendwann mal so aus und wenn ihr da mal ein paar Mal drüber fahrt, dann geht das weg. Ich habe immer so einmal im Jahr, ich vergebe mal bald einen Preis, immer einen Kunden, der sagt, ja, aber die Aufkleber, die passen ja nicht auf die Becher. Und ich dann halt immer wieder erklären muss, dass diese Becher, die Etiketten halt auch nicht für die Becher gemacht sind, sondern zur Etikettierung meiner kompletten Produktlinie. Ja, ich verkaufe von 50 bis zu 500 Liter. Und wenn ihr dann für jede Charge 50, 100, 250, 500, 1 Liter, 2, 5, 10, ja, immer einen anderen Etikett nehmen müsste, dann brauche ich eine Halle nur mit Etiketten, weil ich habe über 140 Artikel im Shop. Und von dem her seht mal nach, dass ich dann halt einfach die Etiketten beilege und ihr dürft es abschneiden. Die Sicherheitshinweise und so weiter, die sind ja hauptsächlich drauf. Ich lege ja auch meistens nochmal Etikette dazu und im Internet ist ja immer alles beschrieben. Also ist ja wirklich, steht ja alles drauf. Ne? EU Reach gelabelt, ganz wichtig. So, wie geht es jetzt weiter im Staate Dänemark? Ich reduziere jetzt mal auf 2,7 Volt runter, weil ich ja nicht weiß, wie schnell das Palladium geht. Also ich schon, aber man weiß ja nie, ja, was sich da in der Zeit getan hat. Also Palladium geht sehr schnell. Dann das reicht. Ja. Jetzt kann ich Palladium mit welcher Elektrode beschichten? Graphit oder Platin. Ja. Platin mit Platin, also Platinelektrode für Platin. Für Palladium geht eigentlich für alles. Kann Schwarznickel, kann Verchrom und so weiter. Kann entsprechend nehmen. Okay, gespült mit Wasser habe ich. Die Elektrode habe ich auch gespült mit Wasser. Also man muss nicht im Reinraum arbeiten, es reicht, das einfach so abzuspülen. Ich hatte jetzt auch gestern einen super netten Kunden aus Österreich da, sehr urvergoldet und ja, super nettes Gespräch gehabt die ganze Zeit. Und das ist auch das Schöne, ja, dass man dann quasi während dem Beschichten dann auch noch sich mit Kunden unterhalten kann und auch positive Rückmeldungen bekommt. Freut mich immer wieder. Also wer sagt, ich muss da unbedingt mal vorbei und mir das anschauen, macht es einen Termin aus, geht auch am Wochenende, auch am Sonntag. Ja. Bin da also wirklich sehr, sehr flexibel. Ich beiß nicht, ich verkaufe nichts, ich drücke einem nichts aufs Auge. Es ist selbsterklärend. Wer sagt, das ist eine super Sache, die mache ich, der macht. Und wer sagt, das gucke ich mir nur ein paar Mal an, der guckt. Und wer sagt, ich gucke ihm seine Video an, weil er halt immer dummes Zeugs erzählt, ja, dann macht das auch. Also von dem her, wie gesagt, bleibt man halt einfach immer in gutem Kontakt, heißt das, ne? Es gibt ja Leute, die sagen, du, ich habe jetzt schon 2 Jahre deine Videos angeschaut, jetzt kaufe ich so eine Anlage. Ja? Weil jetzt ist der Punkt da. Also ihr seht, das Palladium wird super angenommen. Palladium ist eine brutal harte Schicht. Auch immer mal dran denken, wer sich beim Verchromen ein bisschen schwer tut. Ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen ein paar Videos machen über das Verchromen wieder. Wer sich beim Verchromen schwer tut, wer da einfach sagt, ich komme da nicht hin, ja, denkt immer an Palladium, denkt immer an Kobalt. Und dann habe ich eine optisch Top-Schicht, die dem Chrom sehr ähnlich sieht. Weil, nochmal, der Unterbau ist das Entscheidende. Habe ich ein Metall, was keinen Rostschutz hat, ja, dann muss ich erst verkupfern und dann vernickeln, um entsprechenden guten Rostschutz aufzubauen, auch fürs Verchromen. Das heißt, das Chrom ist eine durchlässige Schicht, man kann da durchschauen. Und wenn der Unterbau nicht passt beim Verchromen, dann fängt das sowieso an zu rosten. Ja? Das heißt, durch die Schicht vom Chrom zieht das untere Metall Sauerstoff fängt und versucht zu korrodieren. Das fängt an zu rosten. Ja, das können die Amis, können sie ja immer noch nicht. Ja? Also die Kupfer, ja, als Rostschutz, die Knickel als Sperrschicht und dann ist abgedeckt. Und dann kommt als Deckschicht nur noch ein Hauch von Chrom drauf oder ein Hauch von Gold, aber es rostet nicht mehr. Habe ich ein Metall, was nicht rostet, wie Alu oder Messing oder Edelstahl, dann kann ich abkürzen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich brauche gar kein Kupfer, brauche auch kein Nickel, weil ich kein Rostschutz habe, kann zum Beispiel vergolden, verchromen.
Ich kann mit dem Nickelstrike arbeiten, dann verchromen. Ich kann Messing vernickeln und verchromen. Also ich brauche den Kupfer gar nicht, sondern mache einfach da eine kurze Schicht. Und dann kommt es darauf an, wenn ich sage, ich habe einen starken Unterbau, gut verkupfert, gut vernickelt und ich brauche als Deckschicht Chrom, habe aber ein Problem oder auch als Nickel, den Nickel auf dem Kupfer kriege ich nicht drauf, dann nimmt eine Alternative, nimmt Nickel, nimmt Palladium, nimmt Nickel oder Kobalt, ja. Und als Deckschicht kann ich das dann fast schon lassen. Also Palladium sieht dem Chrom wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich habe ein paar Fotos von hochglanzpolierten so kleine Vorhängeschlösse. Die sehen aus wie Chrom, ist aber Palladium. Ja. Also, genug gequatscht. Jetzt müssen wir ein bisschen durcharbeiten, oder? Ich habe keine Zeit, das Wochenende. Also ihr seht, das ist das unbehandelte Original. Weißgold. Und das ist das mit Palladium beschichtete, dieser schöne warme Ton. Ja. Das ist das, was der Kunde haben möchte. Einen schönen, warmen Ton, nicht das helle. Ja, sieht sehr edel aus. Palladium und Platin kommen aus der gleichen Gruppe. Schaut, die Rückseite ist ja noch Gold. Einfach drüber fahren. Ich habe jetzt 3 Volt. Und das ist, was ich gerade gesagt habe, starker Unterbau. Das heißt, das Metall rostet nicht. Es ist eine Weißgoldlegierung. Ich habe es vergoldet. Also, was soll da rosten? Nix. Passt. Also von dem her müssen die Schichten, die Zwischenschichten oder die Haftschicht in Form von Gold muss nicht dick sein. Und die Deckschicht, das Palladium, das ist so eine harte Schicht, das kriege ich so schnell nicht runtergerieben. Also von dem her immer dran denken, wie gesagt, auch beim Verchromen, wer sagt, da komme ich nicht weit, denkt immer an die Alternative. Ja. Ne? An Rostschutz ja. Und bei der Deckschicht kann man einfach gucken, was bietet sich da noch. Und habt ihr gesehen den Becher vorher? Hier. Ja, mit dem bisschen mache ich mal locker 10 von diesen Dingern. Und das müsste man mit der Bartgalvanik nachmachen. Ja, wäre auch immer die Frage, was ist besser? Es gibt kein besser. Es gibt kein besser Bart oder besser Tampon. Es kommt immer darauf an, was will ich mit der Technik erreichen? Ja? Will ich eine große Stückzahl machen und habe halt keine Lust, immer alles fünfmal in die Hand zu nehmen, dann kann ich einen Bart machen. Aber immer dran denken, dann brauche ich für jedes Ding immer ein eigenes Bart. Ja? Und zwar eins, wo das Teil auch komplett eingehängt werden kann. Ja? Also wenn ihr mir jetzt ein Bart anschafft, nur weil ich keinen Bock habe, einen Griff und eine Elektrode und einen Tampon zu kaufen und hängt das dann in so einen Mini-Bart rein, wo von plus nach minus kaum Luft drin ist und wo der Strom dann zu schnell läuft, ja, dann kann ich es auch mit dem Tampon machen. Es sei denn, ich hole mir eine große Wanne und hänge da 10 Stück rein. Ne? Dann lohnt sich's. Aber dann braucht er aber auch locker 2, 3, 4, 500 Milliliter Elektrolyt und zwar von jedem. Zum Entfetten, zum Aktivieren, zum Vergolden, zum mit Platin beschichten oder was auch immer. Und das muss man sich dann halt bewusst sein. Ja? Dann wird es halt ein bisschen kostspieliger und dann muss man das Bad aber auch rege nutzen, weil wenn ich es dann nur stehen lasse nach 2 so Dingern, dann kippt es ja, wie beim Schwimmbad. Ja? Dann vereicht es oder kristallisiert aus oder bildet irgendwelche komischen Schlämme. So, Sichtprüfung im Vergleich vor dem tollen Logo. Ja, also nochmal herzlichen Dank, Mike. Super, fällt mir echt klasse. Ich gucke da die ganze Zeit hin. Gell? Also, Palladium, sehr harte Deckschicht, Weißgold, pfui, ne? Weg. Also der Kunde ihm gefällt selber nicht, der baut professionell solche Uhren um. Und das ist so, wenn ihr mal so einen Kunden habt, der euch das und am Schluss ein bisschen sauber machen. Also es gibt kein Trocknen, ja, sondern einfach gleich Ding. Ja, wenn ihr einmal so einen Kunden habt, der happy ist, der schickt euch immer wieder. Deshalb Uhrmacher, Goldschmiede, Leute, die Taschen reparieren, Uhren reparieren, Handtaschen, Ketten und so weiter nacharbeiten, ja, ist ein Riesenmarkt da. Gibt es einen Riesenmarkt. Und wenn einer sagt, nö, ich habe da gar nicht die Zeit für das zu machen, ja, dann seid ihr, wenn ihr die Technik habt, im Vorteil, Kunden zu suchen, die sagen, das ist eine super Sache, ja, der kann mir das vergolden, da kann ich hinfahren, da kann ich warten, wie jetzt mit dem Kunden aus Österreich, der extra hergefahren ist, weil die Uhr war halt sündhaft teuer. Eine super schöne Uhr. Und der dann sagt, ja, versicherter Versand, ja, ihr wisst selber, es hat einen gewissen Begriff, der fällt mir jetzt nicht ein, Schmuck, Uhren und Ketten.
und Metalle mit Post, ganz normaler DHL-Paket zu verschicken, fällt nicht unter die Versicherungsleistungen. Ne? Also wenn er mal einen Ring verschickt und der ist weg oder eine Münze, es ist weg und ihr sagt, das war Schmuck drin, sagen die, ja, das fällt nicht in unsere AGB, ja, weil der Versand ist da nicht versichert. Ja, also das hat schon einen speziellen Begriff. Ja. Okay, also machen wir kurz den Prozess. Also in Fetten stromlos, spülen mit Wasser. Kontaktieren mit einem Draht. Warum? Damit ihr keinen Kratzer reinmacht. Ja, wenn ihr da den Haken ansetzt von der Krokoklemme und einmal links und rechts dreht, dann habe ich da so einen Zacken drin. Und wenn natürlich so ein Uhrmacher da mit der Lupe arbeitet, ja, dann hat der Augen wie ein Frosch, ja, weil er sagt, oh, wo kommen denn die ganzen Kratzer her? Ja, durch die Klemme, ja, wenn ich hier kontaktiere und dann zack, zack, da rumreibe, ja, da muss man aufpassen. Kontaktieren, festhalten. Spülen mit Wasser haben wir schon gemacht. Okay, wir vergolden mit der gleichen Elektrode, die wir fürs Platin gemacht haben. Sprühen das kurz ab. Erhöhen die Voltzahl auf 5. Fischen den Stoffpad aus dem Gold. Könnte als Alternative Goldflash nehmen. Nehmen einen gut gefüllten. Und jetzt schaue ich mal auf die Uhr und sage, ah, 0,1 Ampere, gerade so passend, vielleicht jetzt nicht das Beste, aber zum Haftvergolden geht's. Warum Zwischenschicht Gold? Weil Gold überall haftet und weil auf Gold sich alles sehr leicht beschichten lässt. Gold oxidiert nicht, ja, Gold macht dann keine Flecken mehr. Und Gold ist ein optimaler Haftträger und Gold ist eine super optische Referenz. Ja. Bevor ich jetzt anfange mit Kupfer und irgendeinem Zirkus, wo dann irgendwo noch Spannungen sonst sind oder so. Wenn ihr einen Rostschutz braucht, ja. Ansonsten direkt hier Gold oder Goldflash. Leute, sind keine 10 Cent. Habt ihr was gehört? Jetzt, nee, ne? Vergleicht mal das, was ihr, wenn ihr selber vergoldet, ja, was ihr dann an Materialkosten habt, im Vergleich, wenn ihr das vergolden lasst. Das hier kostet in der Vergoldung, also normal im Schnitt ganz locker 80 Euro. Ja. Und wenn ihr selber macht, was schätzt ihr? Ja, habt ihr eine Zahl? Wenn ihr selber macht, also nur vergolden, das Ding da, wenn ihr selber macht. So, hier, tunk, tunk, drüber, zack, zack. Und jetzt kommt mir keiner mit, das ist nicht professionell, das ist professionell, weil alle Professionellen, die ich kenne, die kaufen bei mir das Gold ein und die machen es genau so und verkaufen es für sündhaft teures Geld. Ja, also, ja. Also tut mal an der eine 0 weg und von der 8 eine 7. Und dann habt ihr immer noch zu viel ausgegeben. Aber nochmal, jetzt nicht als Kunde vergleichen im Vergleich zum Gewerblichen zu sagen, ja, der hat gesagt, das Geld kostet ja. Da müsst ihr aber die ganze Technik haben. Sprich, da müsst ihr ein Netzteil haben, da müsst ihr ein Ding haben, Kabel Plus, Kabel Minus, Griff, Elektrode, Stoffpad, Becher und das Zeug arbeiten, Kunden akquirieren, Werbung machen. Wisst ihr, was mein Shop gekostet hat mit Shopware, das Ding zu gestalten lassen, mit allen Tools und mit allen, wie nennt sich das da ganze Sachen, die dann da mitlaufen, ja, Datev, DHL, die ganzen ja, Module, ja, was du da alles brauchst, was du rechtlich vorgeschrieben hast, fast 10.000 Euro. Wisst ihr, was die euch nehmen, wenn ihr ein Shopware-Update macht? Also ich möchte jetzt nicht rumheulen, aber ich möchte es ja mal erklären, was man als Kleinunternehmer, ich jetzt, für Kosten hat. Also ein Update fällt bei denen unter Manpower pro Tag, das sind 1.200 Euro. Das heißt, wenn die mir irgendein Fizzles Update machen, was ich selber nicht kann, weil wenn dann der Shop nicht läuft, dann ist das ein Chaos. Dann koste ich ein Update mal schnell 1.000 oder 2. Jetzt läuft Shopware 5 auf. Es gibt nur noch Shopware 6. Ab Juli stellen die Updates ein. Das heißt, du hast keine Sicherheit mehr, du hast kein Support mehr. Kostet die Umstellung von meinem Shop 5 auf Shopware 6, was schätzt du? Beste Angebot, 17.000 Euro. Ja. Da kaufen andere ein Auto für. Da musst du deinen Shop umstellen. Sonst bist du hinten dran. Ja. Dann sagen die Leute, ja, du mit deinem alten Zeugs da, du gewinnst keinen Preis. Ja. Also musst du immer vorne mit dabei bleiben. Das ist das Thema, ja. Was du als Selbstständiger hast, ein Shop, ja, du wirst vom Finanzamt ordentlich, ja, du wirst vom Ordnungsamt ordentlich, dann hängt dich einer auf, unbegründet, dann kommen sie trotzdem, ja, dann kommt das Regierungspräsidium, dann kommt wieder, ja, dann zahlst du wieder Gewerbesteuer. Ich zahle 150.000 Euro Steuern pro Jahr. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, ja, jeder denkt immer, ja, kann man davon leben? Ja, man kann davon leben, aber von dem, was du hast,
nimmst dir reichlich, ja. In Dubai, null. Null Steuern. In Dubai, null. Ich war jetzt neulich essen, habe die Speisekarte fotografiert. Aufs Essen haben sie jetzt 5% Steuer, ja. Weil die Leute noch leben lassen. Und die Unternehmer auch. Gibt es sowieso aus, ja. Jeder, der viel Geld verdient, gibt viel Geld aus. Und wenn man viel ausgibt, wer verdient als Erster? Der Staat. Ist doch normal, oder? Also, gut. Wenn ich jetzt Palladium beschichten möchte mit der Spannung vom Vergolden mit 5 Volt, was passiert dann? Es wird schwarz, weil die Beschichtung zu schnell geht. So, haben wir wieder ausgeheult. Ich hoffe, in Niederbayern ist das Popcorn am Start. Also, ich habe ja viele Kunden, die machen ja da eine Kinosession draus. Gell? Und auch die Frauen, die mir nachts immer mit meiner Stimme ins Bett gehen müssen, schaut, dass euer Mann dann, euer Partner zumindest, dann euch auch mal ein Schmuckstück nicht nur vergoldet, sondern auch ein goldenes Schmuckstück kauft. Ja? Also das ist ja dann das Mindeste. Ja? Na, also wenn man mal leiden muss, dann muss man auch fürstlich entlohnt werden. Gell? Oder wenn man dem Mann das Hobby gönnt, ja, dann muss man das natürlich auch, ja, dann muss man das sich zurückzahlen lassen. Ich habe ja immer auch viele Kunden, da ist die Frau dabei. Die einen nennen sie Regierung, die anderen der Finanzminister. Viele telefonieren hier auch, rein verzweifelt, müssen sich an- und abmelden, ja, dass die Frau weiß, dass er tatsächlich beim Betzmann ist und nicht woanders. Und da sein Geld verprasst, sondern bei mir. Also es ist schon spannend, ja. So, also Palladium. Palladium gibt es mit 2, 5 und 10 Gramm. Wenn man nur so kleine Teile beschichtet, wenig, reicht natürlich auch ein 2 Gramm Produkt, weil ich brauche jetzt nicht so die Geschichten. Ich komme auch mit 100 Milliliter scharf in Quadratmeter Fläche. Kann man also ganz entspannt machen. Wenn ihr zu viel Spannung habt und das Ding schwarz wird, reguliert er einfach runter und fahrt einfach weiter über die Schicht drüber, über die Fläche, dann reguliert sich das. Ja. Kann man im Anschluss natürlich immer polieren. Passt. Okay. So, genug aus dem Nähkästchen geplaudert, den Draht wieder abhobeln. Okay, Stoffpad wieder zurück, damit man nicht verwechselt. Muss nicht feucht lagern, einfach luftdicht. Ja, Becher schön sauber halten. Klar, es lässt sich nicht vermeiden, dass hier das Elektrolyt sitzt und wenn ihr nach 3 Wochen oder so den Becher aufmacht, dass es ein bisschen so runterbröselt. Ja. Das macht aber nichts. Das ist das Elektrolyt, was letztendlich dann halt ein bisschen kristallisiert hat. Spülen mit Wasser, kommen wir gleich dazu. Jetzt sage ich euch nur mal Reinigung und Pflege. Ja. Elektrode sauber machen, mit Wasser spülen, Platin, bloß nicht mit Scheuerdinger oder kratzige Stahlwolle drüber, ja. Luftdicht verschließen. Griff abziehen, das Ende, die Kabel kontrollieren, dass da keine Oxidationen sind. Den Griff genauso reinigen, irgendwo drauflegen, entsprechend die Klemme abziehen, rein in den Fetter. Auch das Ende kontrollieren, dass da keine Oxidationen sind. Okay, das Gerät an sich auch, bitte, wenn das Gerät aus ist, einfach mal schön das Gerät auch mal sauber machen, ja, dass es mal wieder blitzt und blinkt. Okay, dann haben wir hier den Aktivator. Elektrode kann man drin lassen, mit Stoffpad luftdicht verschließen. Das ist jetzt der Becher, gut, da habe ich meinen ominösen Löffel drin vom Entfetter, zumachen. Spül mit Wasser. Was machen wir mit dem Zeugs, was da in der Wanne reingeflossen ist, was alles gemischt ist, schütten wir einfach in den Eimer ab und geben das bei der örtlichen Biosammelstelle ab. Ist kostenlos, ist gratis und es ist gut fürs Gewissen, dass ihr nichts in den Kanal schüttet. Ja. Ich sehe ja immer beim Joggen oder wenn halt irgendwelche Fastfood-Ketten auf dem Weg sind, das siehst du schon aus dem Kilometer Entfernung, dass einer kommt. Weil die Leute, warum auch immer, das Zeug einfach aus dem Auto schmeißen. Sollte ich mal einen erwischen, kriegst du das zurück. Ja. Und auch sonst, ja, Umweltschweine, die halt einfach im Wald alles entsorgen. Das ist schon mal heftig. Wenn man hier so reines Spülwasser rein in Fetter oder Aktivator mal über die Kanalisation entsorgt, dann ist das noch harmlos. Weil es gibt Leute, die schütten literweise Verdünnung, die sie zu viel gekauft haben, wieder in den Kanal. Die Klärbecken haben schon einiges zu tun. Deshalb sammeln und dann einfach bei der örtlichen Entsorgung kostenlos abgeben. So, jetzt schauen wir uns mal unser Wunderwerk an, was wir da jetzt fabriziert haben.
Ich empfehle auch immer so Mikrofasertücher, das müssen keine besonderen sein. Da gibt es ja immer im 1-Euro-Laden welche, die kosten nicht viel. 1 Euro. Nee, die kosten dann, die sind teurer. Ja. 1 Euro ist eigentlich auch verarscht. So, mal ein bisschen sauber machen. Man muss also nichts trocknen oder sonst was, sondern einfach nur schön sauber machen. So, und jetzt hat im Vergleich zu vorher, ja, Palladium. Natürlich kann man auch Weißgold nehmen oder andere Sachen. Schöne Sichtprüfung, ja, überall, überall rein ist. Wunderbar. So, ab in die Tüte, zurück zum Kunden. Ja, einen Kunden wieder glücklich gemacht. Und ich hoffe, euch da draußen auch wieder was beigebracht. Ne? Also, es ist sehr, sehr einfach. Wer sich das nicht traut, kommt einfach vorbei, ich zeige euch das. Ja, das ist meistens eine Stunde, dann kann es jeder. Ich hatte jetzt also von, ich weiß ja, ich habe jetzt neulich einen Kundenbestand, ich weiß nicht, wie viel tausend Kunden ich habe, es zeigt immer so knappe 7000 an. Und es kommen jede Woche ungefähr 4, 5, 6, wirklich Tuschur, auch am Wochenende manchmal, die das sich das Gerät zulegen. Ich hatte von den ganzen Kunden, die im Jahr hierher kommen, sind es vielleicht zwei, die sagen nach dem Zugucken, ich möchte gerne mal selber vergolden, mal gucken, ob ich es kann. Die gucken zu, gucken über Schulter, dann erkläre ich Silber, Kupfer, Nickel, Platin, Palladium und Gold, Chrom, sagen, passt, nehme ich mit. Ja. Durchweg. Geht nie jemand hin und sagt, ah, muss selber, weil es so einfach ist. Genauso wie ihr es ja jetzt gesehen habt, genauso ist es auch zu Hause. Ja, man muss immer viel mit Gefühl arbeiten und einfach logisch. Ja. Ich habe immer mal wieder Kunden, die sagen, ja, aber in dem Shop gibt es so viel. Ja, aber das brauche ich ja nicht. Ich vergleiche es immer. Wenn ich ein Auto kaufe, ja, dass ich sage, was für ein Auto brauche ich? Bin ich ein sportlicher Fahrer? Habe ich eine Familie? Gehe ich gern wandern? Brauche ich vielleicht einen Geländewagen? Bin ich ein Jäger? Brauche ich etwas, was einen hohen Radstand hat? So, dann habe ich mal einen Fahrzeugtyp. Ja. Dann Sommer, fahre im Sommer und im Winter, dann brauche ich Sommer- und Winterreifen. Fahre ich gerne mit dem Fahrrad, brauche ich einen Fahrradträger. Fahre ich zum Skifahren, brauche ich einen Skiträger, ja, einen Dachträger oder habe ich einen Skisack oder irgendetwas. Und genauso ist es bei der Galvanik auch. Da ich sage, was möchte ich eigentlich machen? Was habe ich für ein Metall? Ne? Habe ich jetzt eins, was rostet? Ja? Habe ich jetzt hier zum Beispiel blanker Stahl und Eisen, was viel draußen lagert, was rostempfindlich ist. Dann brauche ich irgendeinen Kupfer. Ja, also als Deckschicht möchte ich Chrom. Wenn ich sage, ich soll einfach nur für Chrom als Korrosionsschutz dienen, da könnte ich verzinnen. Verzinken reicht. Ja? Verkupfern dick und verzinnen, verzinken fertig. Oder ich baue auf dem Kupfer auf mit Nickel und auf dem Nickel dann Chrom. Ja, und so arbeite ich mir vor. Möchte ich was vergolden? Was habe ich für ein Metall? Ja? Wie soll das Gold aussehen? Und wer Fragen hat, meldet sich einfach bei mir. Ja? Ich erkläre es ja, helfe euch. Was man auch noch machen kann, ist, dass man sich einen Warenkorb zusammenstellt und mir einen Screenshot schickt und sagt, hier, guck, das habe ich noch nicht oder ich habe noch gar nichts, ich stelle mir irgendwie was vor. Helf mir bitte. Bin jederzeit von Montag bis Sonntag da. www.betzmann-galvanik.de, hier ist meine WhatsApp. Sprachnachricht, Fotos schicken. Kann ich die Leute, also ich habe bis Dubai, ich habe fast 10 Vergolder jetzt in Dubai. Ein paar habe ich jetzt schon besucht. Aber es ist einfach so, die schicken mir über WhatsApp einen Film und sagen, hier, ja, was läuft da schief? Oder guck mal, was wir Schönes gemacht haben. Ich freue mich über jedes Foto. Also wenn ihr sagt, ich habe ein Centstück vergoldet und ihr braucht jemanden, der sich mit euch freut, schickt mir ein Foto. Ich finde das toll. Oder jetzt aktuell wieder jemand, der ein Uhrengehäuse verchromt hat, selber. Am Anfang war es ein bisschen zu dunkel, noch ein paar Tipps gegeben. Jetzt hat er es nochmal überarbeitet. Ich freue mich drüber, wirklich auch, ja, egal, auch wenn es ein Autoschlüssel ist. Also, von dem her wünsche ich euch alles Gute, schönen Frühling. Und jetzt haben wir ja im Mai einige Feiertage. Genießt die Auszeit, lasst es euch gut gehen.